Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist eine neue Box bei mir eingetroffen, beziehungsweise die My Little Box ist bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Mai-Ausgabe dieses Mal verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, aber mein Abo läuft noch weiter, deswegen habe ich hier zwei. Und eine davon wird an einen von euch verlost. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und hey, etwas richtig Cooles wurde mir von My Little Box angeboten. Und zwar kann ich noch 5 zusätzliche Boxen verlosen. Es ist der Wahnsinn. Heftig, oder? Das heißt, in diesem Video kann ich 6 Boxen an einen von euch verlosen. Mega krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin mega dankbar dafür, weil ich so tatsächlich die Chance ja auch in dem Sinne versechsfachen konnte, die Box zu gewinnen. Mega gut. Wie gesagt, alle Informationen dazu stehen in der Infobox. Ich werde 6 Gewinne auslosen. Eine wird dann von mir verschickt, 5 werden von My Little Box direkt verschickt und ja, Hammer, oder? Ich bin hin und weg. Ich finde es richtig, richtig geil. Außerdem habe ich noch einen Rabattcode bekommen, den ich dir hier mal einblenden kann. Damit bekommst du 5 Euro Rabatt auf dein erstes Abo, also auf deine erste Box, die du bestellst. Normalerweise waren es immer 3 Euro, aber das wurde jetzt erhöht auf 5 Euro und ich finde es einfach hammermäßig. Vielen, vielen Dank. Es ist so, so lieb, dass ich so eine geile Unterstützung bekomme und das einfach so weitergeben kann. Und ja, ich wollte mich einfach dafür bedanken. Ich finde es mega geil. Gut, so. Die My Little Box ist eine Beauty-Box, die sowohl Beauty- als auch Lifestyle-Artikel enthält und monatlich erscheint. Genau, und ich bin ganz aufgeregt und möchte gucken, was drin ist, weil der Mai ist mein Geburtstagsmonat. Nächste Woche werde ich 31 Jahre alt und ich sage das irgendwie in ein paar Videos, glaube ich, dieses Mal, weil ich einfach auch selber so aufgeregt bin. Ich bin so ein ganz freakiges Mädchen, auch ne, wenn die 3 vorne steht. Ich bin total nervös, ich raste vollkommen aus, wenn ich Geburtstag habe. Ja, dieses Jahr muss mein Freund da komplett drunter leiden, weil wir sind ja alleine, ne? Es kommt auch keiner vorbei, das möchte ich auch nicht. Und deswegen wird das eine sehr, sehr entspannte und coole Kiste werden. Und ja, ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit in einem Prinzessin-Kostüm rumrennen oder so, ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf und jetzt gucken wir einfach mal in die Box. Ich laber schon wieder. So, ja. So sieht es aus, wenn ich das jetzt hochklappe. Das kommt in einem Karton und in diesem Karton hast du meistens hier noch ein Klebi mit drin. Meine Träume duften nach Orangenblüten. Meine Träume duften eher nach Kirschblüten, um ehrlich zu sein. Da bin ich eher süßer unterwegs und ja, hier haben wir tatsächlich auch dieses Mal wieder eine My Little Box Box drin. Manchmal haben wir auch eine Tasche oder letztes Mal hatten wir, glaube ich, ein Tablett. Mega gut. So, dann stelle ich den Karton einmal zur Seite und das ist die Box. Meine kleine Oase, My Little Box. Da haben wir so einen, ja, orientalischen Hintergrund, ne? Also da sehen wir halt diese zwiebelähnlichen Kuppeln. Zwiebelkuppeln heißen die nicht so? Ich weiß das gar nicht. Von Moscheen und so. Und es sieht echt schön aus. Gefällt mir richtig gut. Da fühlt man sich so ein bisschen wie 1001 Nacht, wenn man die Box anschaut, oder? Ja, aufmachen, reingucken und entdecken. Ich entferne einfach mal den Deckel und da steht hier nochmal My Little Box drauf. Ne? Ich finde es gut, wenn es in Boxen kommt, weil man die halt weiterverwenden kann. Ich verwende die tatsächlich hauptsächlich als Versandkarton. Okay, und hier haben wir tatsächlich den ersten Blick in die Box und der ist, also guck mal hier mit diesen Bommeln. Wie heißt sowas? Quasten? Voll schön, da hat jemand eine Kordel so schön zusammengeknotet und zugemacht. Richtig schön. Und hier steht, willkommen in unserer kleinen Oase der Träume. Oh ja, schön. Hier haben wir auch noch ein bisschen, steht was, das nehmen wir nach und nach raus. Ja, ich sammle diese Karten, die sind nämlich von hinten nicht beschriftet. Und ich habe extra so einen ganzen Ordner, wo ich nicht nur die Heftchen, wo drin steht, was drin ist, reinpacke, sondern auch einen extra Ordner für Briefe, die ich bekommen habe oder für solche Karten, ne, die ich dann auch in Boxen mit drin habe, was ich einfach schön finde. Und ja, das finde ich toll. Und irgendwann kann ich vielleicht diese Karten mal irgendwann so komplett als Hintergrund machen. Ich glaube, das wäre ganz witzig, oder? Naja, gut, eine Kartentapete. Manchmal hat man solche Ideen. Ruhig jetzt. Okay, 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 okay. Hier steht viel drauf. Das sieht aus von der Form her auch wie so eine Maschine. Voll schön. Ode an Marrakesch. Unterwegs mit Beldi and My Little Box. Triff Beldi, unsere Design-Experten für sonnengeküsstes Interieur.
Ihre größte Leidenschaft, die Handwerkskunst der Berber, die Sie mit zeitgenössischen Inspirationen vermischen. Ihr bevorzugtes Forschungsgebiet, die Straßen von Marrakesch. My Little Box spazierte mit ihrem Chef durch die Gassen der Stadt, um die bestgehüteten Schätze und Geheimtipps zu entdecken. Baldi bei und My Little Box. Und da haben wir dann so eine Karte abgebildet. Das ist dann wahrscheinlich Marrakesch, ne? Und hier unten steht dann nochmal: Unter dem Glücksstern schlafen, schlemmen wie ein Sultan. Okay, und das sind dann die einzelnen Orte, die hier so markiert ist, wo noch was zu steht. Finde ich ganz cool. Und hier hinten stehen dann auch noch so ein paar weitere Informationen. Ach so, die einzelnen Plätze. Alles noch weiter beschrieben. Okay. Baldi wörtlich vom Land. Ach cool. Ich mag das. Landhausstil, so moderner Landhausstil. Ist auch das, wie wir so unser Haus eingerichtet haben. Ja. Wir richten uns tatsächlich hauptsächlich nach dem, was man bei IKEA zum Beispiel findet. Unsere Küche ist von IKEA. Wohnzimmer von IKEA. Wobei das Sofa nicht unbedingt. Dann haben wir im Esszimmer so eine riesengroße Geschichte stehen im modernen Landhausstil in weiß mit so Spiegeln dahinter. Das ist so eine, wie nennt sich das, so ein Buffet, auch von IKEA, richtig geil, ich lieb's. Ja, Wolle, Holz, Messing, Kupfer, Rohstoffe, die kunstvoll verarbeitet, die Einzigartigkeit des Handwerks zur Schau stellen. Oh ja, genau das macht Baldi, indem sie das Know-how der Berberfamilien ins Rampenlicht stellen. Ihre patinierten Spiegel, die weichen Teppiche und ihre bezaubernden Beistelltischchen elektrisieren uns so sehr, dass wir nun unser gesamtes Wohnzimmer neu erfinden wollen. Mega cool, dann haben die wohl jemanden da in Marrakesch auch besucht und das finde ich geil, ne? Dass du da so ein bisschen diese Vibes auch mitbekommst. Dann hast du hier der ideale Lipstick von Alverde. Haben die dann noch einen aufgeführt. Der ist dann wahrscheinlich hier auch drin. Aber wir wollen jetzt hier reingucken. Und ich muss jetzt mal so langsam ein Produkt in die Kamera halten, denn ich rede schon wieder so viel. Und dann mache ich das hier rein. Das ist von Ghoul das Feuchtigkeitsaufbau-Shampoo für trockenes und sprödes Haar mit Kaktusfeigenöl. Oh ja, ich habe trockenes Haar. Ich habe sehr trockenes Haar, denn ich böse wasche meine Haare jeden Tag. Und deswegen sind die trocken. Und weil sie blond sind, sind sie ja nochmal zusätzlich trocken. Weil ich glaube, blonde Haare sind auch hohle oder sowas. Ne? Irgendwas war da, deswegen sind die auch so hell. Keine Ahnung. Hyaluronkomplex verleiht nachhaltige Feuchtigkeit, schenkt Glanz und Geschmeidigkeit. Finde ich super. Das brauche ich und das wird auch verwendet. Ja, riecht angenehm. Also das riecht, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ne? Das mag ich. Ja, ich mag sonst nicht so gerne Kaktusduft, also diesen, zum Beispiel in Hey Organic oder so ist dieser Duft, den mag ich gar nicht so gerne, aber das scheint mir gut zu riechen, das mag ich scheinbar. Ja, cooles Produkt, freue ich mich drüber. Du hast ja auch halt Lifestyle-Produkte drin, deswegen bin ich jetzt auch gerade, Entschuldigung, dass ich so nervös bin. Ich red und höre nicht auf. Du hast in der My Little Box auch teilweise halt diese Handmade-Produkte drin. Da hast du richtig schöne Dekoartikel drin, was ich einfach niedlich finde. Du hast hier nicht so Riesenprodukte dann natürlich drin. Also eine Hängematte werde ich hier wahrscheinlich nie mit drin haben, weil die Box dafür einfach zu klein ist. Aber ja, ich bin gespannt. Ich gucke hier einfach mal rein. Und hier haben wir so ein Kästchen. Poterie und das ist Französisch. Keramik und Wunder, das verstehen wir. Ein waschechter orientalischer Markt ist voller Ecken und Umwege, Fallen und Sackgassen. Geleitet von deinen Instinkten bist du zielsicher zu den kunstvollen Töpferwaren durchgedrungen. Ach schön. Halt, dort zwischen zwei prächtigen Tagines, in denen herrliche Eintöpfe und duftendes Gemüse zubereitet werden, entdeckst du ein kleines zauberhaftes Objekt. Tagines, das ist so, so lecker. Ich war tatsächlich auch schon mal in Tunesien, ich war mal in der Türkei. Ich bin eigentlich ganz gerne da. Ich finde das einfach vom Wetter her sehr schön. Ich mag es, wenn es warm ist. Ich mag es, wo am Strand zu liegen, am Meer und so weiter. Ich mag die Märkte auch total gerne und mich da einfach durchzufuttern. Ich lieb's, ey. Hinter der Theke flüstert dir eine in ockerfarbene Schleier gehüllte Verkäuferin zu, dass diese kleine Tagine etwas ganz Besonderes ist. Hier ist eine Tagine drin. Boah. Sie hat zwar die übliche Form, ist aber auch eine kleine Vase, die dekorativ auf einer Tasse platziert werden muss, damit sie ihre volle Magie entfalten kann. Cool, Tagines, da hast du halt wirklich, das ist so typisch orientalisch, ne? Das sind so Tontöpfe und da werden dann so Sachen über dem Feuer gemacht. Mega geil. Schön. Okay, dann haben wir hier, gut verpackt, ist auch immer wichtig, so ein kleines Häubchen. Und dann müsste ja das Unterteil sein. Oh, ich weiß zwar nicht, was man da reinmachen soll, aber das ist ja die Tagine dann, ne? Also das hier ist dann der
das Unterteil. Und hier hast du dann die Taschen. Ist das hübsch? Ich finde das richtig, richtig süß. Ich mag das gerne. Und dann hast du das so eigentlich, dass hier oben dann der Dampf rauskommt. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss normalerweise Wasser rein oder so. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Aber ja, süß. Ich weiß aber immer noch nicht, was ich da reinmachen soll. Vielleicht, wenn man wirklich mal Besuch bekommt, dass man da vielleicht so ein bisschen Oliven oder sowas reinmacht. Ne? Dann kann man den Deckel hochheben. Gerade im Sommer, wenn dann die Bienen und Fliegen draußen so aktiv sind, dann ist es immer eine ganz gute Geschichte. Oder ich weiß nicht. Ist eigentlich ganz süß. Ja, dekorativ auf jeden Fall. Ich finde es schön. Ich mag das einfach. So, dann haben wir hier ein Säckchen. Ich finde diese Säckchen auch immer so herrlich. Ne? Die bewahre ich auch immer auf, benutze die dann für Tauschpakete oder so. Und das ist halt auch so zum großen Knopf hier vorne drauf. Und das ist halt so ein Holzknopf. Finde ich echt schön gemacht. Oh, da bin ich gespannt. Auf jeden Fall wird dann da ja wahrscheinlich, auf jeden Fall wird da wahrscheinlich der Alverde Lipstick drin sein. Oh, okay. Ja. Den haben wir hier drin. Den hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ne? Das ist der Matte Lipstick, aber das ist die Farbe Magenta Love. Das ist eine schöne Farbe. Ich habe jetzt einen Lippenstift drauf. Hier habe ich hier was zum Abmachen. Ja, der riecht halt auch so gut. Ich habe hier immer so ein Handtuch liegen, wenn ich mich schminke. Das habe ich halt eben schon so ein bisschen dreckig gemacht. Dann wollen wir mal schauen, was der Matte Lippenstift so kann, ne? Cool ist schon mal, dass es halt so eine Spitze hat. Die kannst du gut auftragen und vor allem auch unterwegs gut verwenden. Der riecht auch unfassbar gut beerig und ist auch sehr, sehr beerig vom Ton her. Ich spüre den null auf den Lippen. Das ist sehr angenehm, aber der ist halt matt. Das darf man nicht vergessen. Ich bin jetzt nicht eigentlich, also eigentlich bin ich nicht so der Ultra-Fan von matt, aber der hat trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Feuchtigkeit mit dabei, dass sich das nicht so anfühlt, als wären meine Lippen gleich kurz trocken. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Doch, ne, es ist ganz hübsch. Irgendwie schon ziemlich aufregend, so einen Lippenstift jetzt jemand zu tragen, aber macht jetzt nicht so unbedingt weiße Zähne. Passt aber auch jetzt nicht so unbedingt zum Outfit. Aber gut. Jo, nett. Aber Alverde in einer Melidl-Box hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Dann haben wir hier noch ein weiteres Produkt drin. Und zwar von Yves Rocher. Sensitive Chamomile. Leicht beruhigende Gesichtspflege mit dem Extrakt der echten Kamille für empfindliche Haut. Ich habe empfindliche Haut, mache aber aktuell noch einen Dalton-Test in meinem Gesicht. Das heißt, ich werde die jetzt aktuell nicht aufmachen. Morgens und abends auf das Gesicht und den Hals auftragen. Ist das ein Serum oder ist das eine Creme? Nee, das ist wohl eine Creme. Ja. So schaut die aus. Finde ich ganz schön. Leichte, beruhigende Gesichtspflege kann man dran riechen. Das riecht bestimmt nach Kamille, oder? Na komm, wir probieren das mal. Wird, also weißelt nicht. Ich finde das gut, wenn es nicht weißelt. Riecht wirklich nach nichts. Ist wahrscheinlich auch ohne Duftstoffe, ne? Und dann rieche ich einfach nur meine Haut. Ja, guck an. Was haben wir denn hier drin? 50 ml, das ist ja eine normale Gesichtscremegröße. Und ich feiere es, dass es in der Tube ist. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Sehr gut. Ich habe empfindliche Haut. Ich kann das gut gebrauchen. Wirklich gut. Wirklich gut. So, dann haben wir hier noch ein Produkt drin in noch einem Säckchen. Ach, wie süß. Was steht hier drauf? Attrape Soleil. Eine Sonnenattrappe soll da drin sein. Da bin ich ja mal gespannt. Eine Sonnenattrappe. Dann hatten wir jetzt drei Pflegeprodukte und ja, das ist ein Armband. Das ist schon schön, aber Leute, ich habe ja richtig dicke Arme, ne? Wenn ich das ummache, verbiege ich das. Ja, das ist mir zu eng. Das ist sehr, sehr eng. Ich habe wirklich, ne, ich habe keine schmalen Ärmchen oder so. Ich habe große Hände und ich habe auch relativ breite Handgelenke. Ich glaube, man sieht das hier auch, dass es hier sogar eindrückt, ne? Ja, Gold ist auch nicht unbedingt meine Farbe, aber es ist irgendwie schon schön und es erinnert an Sommer. Das ist definitiv so. Es ist hübsch. Ich mag das auch gerne, wenn wir Schmuck mit drin haben. Finde ich cool. Und das ist halt auch irgendwie ganz individuell gestaltet, dass du diese, diese Form hast. Ich kann das ja gar nicht beschreiben. Dieses, ja nicht Zacken, weil das sind ja abgerundete Zacken. Das finde ich ganz, ganz hübsch. Ich hatte damals, als wir in Tunesien waren mit der Familie, also mit meinen Eltern,
hatten wir uns auch so Armbänder machen lassen. Man konnte halt so diese, halt genau aus diesem Material tatsächlich, und das erinnert mich gerade hart daran. Da waren halt so Menschen, die an der Straße saßen und dann halt diese Armbänder verkauft haben. Und dann konnte man sich da quasi was reinklöppeln lassen. Und die haben so Stäbe und so ein kleines Hämmerchen gehabt. Und dann haben die diese, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir da so ein Kamel, so eine kleine Kamellandschaft wirklich ganz, ganz schmal reinklöppeln lassen. Und mein Name, Claudia, stand da auch drauf. War mega geil. Also das haben die echt toll gemacht. Und das haben wir alle vier, haben dann so ein Armband uns machen lassen. Das war dann quasi mit der ganzen Familie. Und das war total schön und das erinnert mich gerade daran und ich finde das so geil. Mann, das ist gerade voll die Erinnerung, weil das war ein richtig schöner Urlaub. Da war ich echt jung. Ich weiß nicht, war ich da schon in der weiterführenden Schule? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war ich so dritte Klasse oder so, wenn überhaupt. Ach, das war knuffig. Auf jeden Fall genau dieses Material. Und hier siehst du auch dieses Geklöppelte so ein bisschen. Da sieht man auch diese Einschläge. Ganz fein. Ach Mann. Vielleicht schenke ich das meiner Mom oder so. Ich glaube, die würde sich da echt drüber freuen, wobei die sowas auch nicht unbedingt trägt. Mama ist eher so sportlich unterwegs. Keine Ahnung. Aber ich finde es gerade total toll. Es erinnert mich dran. Es war ein schöner Urlaub, ja. Das war richtig klasse. Ja, okay. Gut, das waren noch Zeiten, Leute. So, dann haben wir hier noch ein Kärtchen mit drin. Auf der Rückseite dieser Karte enthüllen wir streng gehütete Geheimnisse über die Juni-Box. Cool. Du willst einen Blick wagen, es liegt an dir. Ja, komm. Wer das nicht wissen will, sollte jetzt mal kurz auf diesen Moment vorspulen. Ich lese es aber einfach mal vor. Hallo, wir konnten mit dem Spoilern nicht mehr warten. Es ist einfach zu aufregend. Die französischen Kult-Taschendesigner Net and Sin haben mit uns für den Juni eine sonnige Tasche entworfen, die prall gefüllt mit deinen Lieblingsmarken zu dir kommt. Ach, wir freuen uns darauf. Net and Nin sagt mir, sorry, aber das sagt mir überhaupt gar nichts. Scheint was unfassbar Cooles zu sein, ansonsten hätten die so eine Karte da nicht reingelegt, ne? Also, wenn euch das was sagt und wenn ihr Bock drauf habt, das dann auch nächsten Monat zu bekommen, dann würde ich euch vielleicht empfehlen, die Box zu abonnieren. Da könnt ihr meinen Code, wie gesagt, für verwenden und 5 Euro sparen. Ich fand die Box total super. Oh, diese Taschen. Entschuldigung. Was mich vor allem an dieser Box so begeistert, ist diese Erinnerung, glaube ich, die ich dann an die Urlaube jetzt gerade bekommen habe, die ich mit meinen Eltern oder die wir als Familie halt zusammen hatten. Ach Mann, das ist echt schön. Ja, der Lippenstift ist ein bisschen fancy, das ist jetzt ein bisschen was anderes einfach mal, ne? Ein bisschen Barbie-mäßig, aber ansonsten, es waren schon coole Produkte drin und ich finde schon, dass die Box sich für mich persönlich auf jeden Fall gelohnt hat, allein für dieses Feeling. Weiß ich nicht. Ich krieg gerade schon wieder Pisse in den Augen, weil ich das so toll finde, was damals so... Das war einfach schön, so. Genau. In Tunesien waren wir als Familie und in der Türkei war ich damals mit meiner Mom 2010, genau, ich glaube, 2 Wochen, nachdem meine Eltern sich getrennt haben. Das war auch ein krasser Urlaub. Ja, ihr Lieben, das war das Unboxing von der My Little Box. Es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist emotional geworden irgendwie für mich, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ich fand es schön und ich freue mich drauf, das Video gleich zu schneiden, weil ich mir das dann ja nochmal ganz in Ruhe anschauen kann. Und wenn dir das Video auch gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich mega drüber freuen und das würde mir auch echt viel bedeuten, wenn du mich vielleicht auch abonnieren würdest. Das kannst du hier unten gerne machen. Und ansonsten, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ja, ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!